Der Urs Rieder verbringt einen schönen Teil von seiner Freizeit draussen beim Fliegen mit ferngesteuerten Segelflugmodell. Das ist ein normaler Propeller, ein Klapppropeller. Der tut, wenn ich den Motor anschaue, jagt es die raus. Und wenn ich den abstelle, klappt es hinten. Ich tue den Motor im Prinzip nur benutzen, für den Flieger auf Höhe zu bringen. Da wird die Videokamera montiert. Das ist eine HD-Kamera. So. Gut. Nach der Funktionskontrolle geht es an den Start oberhalb von Arisdorf. Jetzt stellt der Motor ab. Was man noch hört, ist das Windgeräusch am Flugzeug. Vorne sieht man Arisdorf und rechts unten den Bachhof. Jetzt eine Linkskurve Richtung Autobahn A2. Die Brütti bei Kaiser August. Voll ein bisschen Höhe. Schau, jetzt kommen wir schon die Milan begrüßen. Das ist für uns auch ein guter Indikator. Die Busart, die Milan, was man hat. Da können wir uns eigentlich auf die stützen, weil wenn sie rausgehen, gehen die Thermik rein, dann können wir nur hinten rein. Können wir auch aufkreisen. Die Stadt Basel im Hintergrund. Rückenflug. Schön im Rückenflug. Und jetzt. Geschwindigkeit 53 km pro Stunde. Entfernung 866 Meter. Senderspannung 3,8 Volt. Jetzt kommt es zum letzten Vorbeiflug am Waldrand vom Start- und Landeplatz. Das jetzt soll ich gerade zur Landung ansetzen wieder. Hä? Eine glatte Landung in der Nähe vom Urs Rieder. Mit dem Hobby habe ich angefangen, vor ungefähr 3,5 Jahren. Durch einen Kollegen habe ich mich vergiften lassen. Und das ist bis jetzt etwas gehabt. Und geblieben bin ich eigentlich bei den Segelmodellen. Das ist ein Segelmodell in der 4-Meter-Klasse. Mit Elektromotor als Starthilfe. Fliegen tun wir hier oben an Arisdorf. Das ist beim Bachhof. Bei Westwind. Bei Westwind ist das ideal hier. Wunderbare Aussicht. Arisdorf runter, Basel, Schwarzwald. Wunderschön hier oben. Und das ist der Westhang. Und wir haben noch einen anderen Hang. Das ist bei Wintersingen. Dort fliegen wir rum bei Beisen.